Hallihallo, Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 13 Ultimate Team Part. Ich habe hier mein Team, das ultimative Team, erweitert. Im Sturm haben wir Sergio Aguero, 88 Pace, 91 Dribbling, 84 Schuss. Ja, das ist das Wichtigste, und da habe ich hier im rechten Mittelfeld Gareth Bale, 92 Pace, 85 Dribbling, 79 Schuss, 81 Pass. Und noch 74 Defensive, 71 Kopfball, das ist schon okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn letztes Mal schon hatte, aber hier Adel Tarabt in Form. Auf der Bank habe ich hier ein bisschen Goldspiele noch getan. Hier habe ich Chicharito als guten Ersatz, Theo Walcott als Ersatz, dann halt Herr De Gea. Ein Bia könnte ich dann auch noch irgendwann reinschmeißen. Die Fitness natürlich bei jedem auf 99. Oh, hier, Gareth Bale, gerade mal 5 5 Chemie. Und die Moral, die muss hoch sein. Ja, das ist halt blöd, hat er nur 5 Chemie, aber er ist eigentlich linkes Mittelfeld und leider kann man das linke Mittelfeld nicht ins rechte ändern. Aber ich finde, das ist mit dem linken Fuß, ein starker linker Fuß, da kann er halt nach innen ziehen und dann mit links ins hohe Eck schießen. Das kann Walcott nicht. Walcott hat 70 Schuss, da hat der Bale gerade mal 79 mehr. Er ist zwar langsamer, aber trotzdem, Bale ist ein Monster. Der nächste Spieler, den ich mir holen werde, das ist eine gute Frage. Es gibt halt nicht mehr so viel zum Ersetzen. Wahrscheinlich werde ich im Tor Hugo Lloris oder in der Längsverteidigung Ashley Cole, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall noch den Company IF. Im Sturm könnte ich vielleicht Walcott IF holen, so als Ersatz. So eine reine IF-Mannschaft. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal hier wieder Liga 1. Ich bin jetzt schon dreimal nacheinander Meister geworden in Liga 1. Also, ja, mit... Es kommt mir vor, als hätte ich fast alle paar Videos ein paar krassere Spieler. Und hier ein französisches Team, Mandanda, Sanya, Lurikani, Koscielny, Evra, Capaye, Nasri, Mvia, Valbuena, Legremi und Thierry Ori. Könnt ihr natürlich noch Jeremy Mene, oder Menes, wie man sagt, als Coach natürlich Arsene Wenger. Und da fehlt Benzema, also... Da hat er natürlich die Paysuche Loic Remy genommen, aber ich darf nichts in Paysuchen sagen, wenn man so mein Team sieht. Ja, wenn man so mein Team sieht, naja, Paysuchen-Team. Aber egal. Ich habe eigentlich einen Spieler, der über 90 Pace hat, und das ist der hier, der Bale. So, jetzt haben wir hier Aguero, sein erstes das ist mein erstes Spiel mit Aguero, aber das wird nichts mit dem ersten Tor in der zweiten Minute. Jetzt ist noch ein Freistoß. LOL. Aguero. Machst du schon Fouls hier? Na, alter Schwede. Oh, den hätte Poldi fast noch gehabt. Ich habe Poldi mal auf die rechte Seite genommen. Hier, Bale. Sehr schöne Einsätze hier. Ich habe Poldi auf die rechte Seite genommen, damit er wie Bale nach innen ziehen kann und mit seinem starken linken Fuß einfach mal abdrücken kann. Weil der hat ja Longshots auch 87. Und ich muss hier ganz kurz... Die Game-Volumen. Bisschen runter und da greift er mich an. Bin ich ja immer kurz am Headset am Rumschrauben. Kommt er schon. Aber da... Company mit einem Fallrückzieher als Befreiungsschlag. Ah, nein. Nein, 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 nein. Sehr schön Bale noch hinten am Helfen. Tarbat. Ja, ich habe nicht mal den... Ja, gut. Freistoß für mich. Gut. Nehme ich an, akzeptiere ich. Dankeschön. Ich werde seinen Loic Remy kaputt machen, ey. Da läuft wer. Ja, Thierry Ori, der ist ein sehr schneller Spieler. Ein sehr schneller Spieler. Wahrscheinlich ist etwa 75 Pace maximal. Denke ich bei dem. So, jetzt hier. Zack, Poldi. Komm, komm, komm. Gegen Koscielny. Boah. Ah, Aguero, will er schon wieder einen Foul machen da. So, Caballé, der ist auch nicht der Schnellste, aber der hat einen bombastischen Schuss. Ich hatte den auch mal im Premier League Team, als ich halt noch nicht so gut war. Seine Freistöße, ein Traum. Seine Weitschüsse, ein Traum.
Ah, das war ein bisschen zu gut gemeint von Nani. Uiuiui, was macht er denn da für Pässe? Balbuena, ist er schnell? Naja. Clichy ist schneller. Und jetzt haben wir da Tarabt. Ah, Ronaldo-Job war jetzt die schlechteste Lösung von allen. Ah, Fellaini, Beinhinhalten. So, Versprecher for the win. Ne, es läuft noch nicht so gut. Eigentlich je besser, also je stärker mein Team eigentlich war früher, desto schwächer habe ich immer gespielt. Aber ich habe jetzt eigentlich, mein Team ist immer besser geworden und ich habe mehr gewonnen. Mein Silberteam, das werde ich immer noch behalten. Weil mit dem mache ich manchmal am Goldcup mit. Letztes Mal im Finale gescheitert. Das war dann ganz blöd. Ich sehe Samir Nasri. Ah, abseits. Gut. Jetzt gibt es auch eine gelbe Karte für Aguero. Warum? Why? Why? Why you give me yellow card? Was hat er denn gemacht? Was hat er denn bitteschön gemacht? Nix, genau. Ui, was hat er denn da für einen Pass gemacht? So, schießen wir mal. Oh, an die Latte, ey. Alter Finne. Da rappt er eigentlich nur 78 Longshots. Von daher sollte der nicht so gut kommen. Der hat gute Longshots. Ah, ah, schade, hat nicht geklappt. Das wäre eigentlich ein Foul gewesen von ihm. Aber naja. Komm schon, Bale. Alter, mal was machst du, Maicon? Ja, guck, gegen Fellaini hast du im Kopfball no chance. Was machst du? Warum drehst du? Ich habe nichts mit Drehen gemacht. Na gut. Ronaldo, Job, na. Ich hatte eigentlich noch keine gute Torschuss, außer der Longshot von Tarabt vorhin. So, wen haben wir da? Geil, Clichy, ja, da nicht mehr. Ah, was machst du, Clichy? Das war genau die... Ich wollte zu Aguero spielen, weil er hatte ja auch 84 Schuss. Da hätte der gleich mal mit rechts abziehen können. Hier, sehr sauber von Kompany gegen Mvia. So, jetzt Aguero mal außen. Kommt durch, Pass. Alter, Rapp dreht sich und dann ist der Schuss natürlich miserabel. Naja, das war wohl nix. So, jetzt Remy, keine Chance gegen Kompany. So, schick mal den Aguero. Sehr schön, Aguero. Alter, da kann er den Ball nicht so schön annehmen, muss er zuerst die Brust nehmen. Und jetzt hier Remy. Ah, sehr schön, Clichy schafft das. Jetzt geht er hier mit Nasri mal außen rum. Alter, ja, ich würde es auch sagen, das ist ein Foul gewesen. Gelbe Karte ist mehr als fair für den Samir. Und bei mir ist jetzt 11.11 Uhr am Morgen. Und ich bin schon am Aufnehmen. Seht da, was ich alles für euch mache. Schaut meine Videos mehr. Was ist denn jetzt? Gibt's einen Foul, weil der Fellaini einen Pass gemacht hat? Alles klar. Alles klar. Hab verstanden. No, no, no. Ja, sehr schön, Clichy. Der kann auch über rechts machen, ey. Ja, natürlich ist es ein Foul. Alles, was ich mache, ist ein Foul. Hätte ich doch Dreieck gedrückt. Koscielny ist, ja, neuerdings schneller als Podolski. Ich habe vergessen, Koscielny hat 90 Pace. Ja, weil so viel brauchst du, um schneller als Poldi zu sein. Da habe ich ganz vergessen, dass der Koscielny 90 Pace hat. So, hier Joe Hart. Ich muss nicht mal den Torwart rausholen und der Hart macht's.
So, jetzt kommen wir in der 45. noch ein Tor reinhauen. Tarabt, schieß! Ja, ja, Nani, der hat einen guten Schuss! Oh, Mandanda! So, jetzt ihr Kopfballmonster, zeigt, was ihr könnt. Vermaelen! Alter, da hätte Company fast noch den Ball erwischt. Und jetzt ist Halbzeit. 0:0. Ziemlich ausgeglichen. Mache mal meine Stimme mal auf 0 Dezibel. Ich denke, der Pegel ist immer auf Rot und das bedeutet, es ist sehr laut. Ich weiß gerade nicht, wie es ist. Keine Ahnung. Ich habe mein Game Capture HD Programm aktualisieren müssen. Weil es gab halt eine neuere Version und da hat es alle Daten zurückgesetzt, wie halt die perfekten Einstellungen waren. Da muss ich jetzt den Pegel der Game Volume dann wieder runterschmeißen. So, jetzt hier Bale, den hat man noch nicht so viel gesehen in der ersten Halbzeit. Ja, 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 nein, wie geht das? Aguero, wie schaffst du das? Wie hat er... Alter, Mandanda, ey. Zum Glück ist der Mandanda nicht IF. Ey. Foul, ja. Alter Schwede. Ja, und dann noch... Da läuft er noch weg, da. Wer war das? Nani. Oh, ja, Remy gegen Company. Aber Company, der passt schon auf. So, komm, ich brauche hier langsam ein Tor. Ah. So, komm jetzt. Ah, warum ist denn Nasri schneller als Tarab, der 83 Pace? Da hat Nasri niemals. Mann, ey. So, jetzt Poldi. Alter, jetzt nehmt doch mal den Ball richtig an. Und dann kommt da auch mal durch. So, Tarabt. Mann, ey. Ja, jetzt ist mir wäre wieder ein Foul gewesen. Wahrscheinlich wieder für nix. Da kommt er da einmal wieder vors Tor. Alter, was machen die da hinten? Wollt ihr ein Eigentor machen? So, Caballé, der ist natürlich nicht schneller als Maicon. Tarba. Ja, Ballannahme, das ist halt das Schwierigste für einen Fußballer. Vor allem, wenn der Ball schon so schön kommt. So, jetzt kommt Podolski. Tara, Elfmeter. Das ist doch ein Elfmeter, hallo. Da hat er ihn von hinten auf den Boden gehauen. Da hat er ihn von hinten einfach mal auf den Boden gehauen. Und das wird hier nicht als Foul gehandelt. Aber jetzt hier, Aguero kann den Ball auch nicht annehmen. Was ist denn das? Wo habt ihr gelernt Fußball spielen? In der Gosse? Mann, ist denn das so schwer, einen Ball anzunehmen? Ist denn das so schwer? Ja, jetzt ist dann noch Ecke. Mann, 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 Mann. Nani, ist doch eine gelbe Karte, ja. Für was? Sag's mir. Jawohl. Jawohl. Ja, jetzt geht doch zum Ball, Junge. Meine Güte, seid ihr dumm oder so? So, jetzt probieren wir es mal auf die Art. Ja. Nicht weit genug gewesen, damit da Poldi profitieren könnte. Ja, jetzt will er noch sweaten hier. Mache ich das halt auch. Alter, Bale. Hier die beiden neuen Katastrophenspiel. Aguero, da eine hundertprozentige Chance. Der Torwart war am Boden. Und er bringt den Ball nicht rein. Das Tor war sozusagen frei. Ja, das war guter Pass. Vor allem für Tarab. Der ist ja der schnellste in meinem Team. Gut gemacht, Podolski. Katastrophenspiel, Alter. Mann, ich bekomme hier die ganze... Alter, du Scheiß-Sweater!
Fick deine Mutter, du behinderter Sweater. Alter, ich sweat den jetzt auch. Alter. Ich wollte nicht dahin spielen, Mann. Behinderter Sweater, ey. Kannst wohl nicht nur das machen, ne? So, jetzt Podolski. So, ich... Alter! Agüero! Sag mal, bist du denn so dumm, Agüero? Bist du denn so dumm? Agüero, du kommst jetzt gleich wieder raus, du verdammte Missgeburt. Der hat keine Ahnung. Hier, Chicharito. Da mache ich noch Theo Walcott. Für Bale. Es ist eine Katastrophe, wie die spielen. Nicht mal Fellaini kriegt's noch hin. Alter, ich drehe hier langsam durch. Weißt du, der Schuss von Agüero, den hätte kein Tor... Im Real Life hätte den kein Torwart gehalten. Das ist halt die Engine hier, das ist halt zum Kotzen. Ja, El Kun, halt deine Klappe, du behinderter Moderator. El Kun geht jetzt raus. El Kun ist beschissen scheiße. Jetzt gibt's wieder eine gelbe Karte für mich. Warum? Alter, dieser Schiri, der kann mich doch mal fett an der Hoden lecken. Ja, das ist eine gelbe Karte. Ja! So, haben sie jetzt gewechselt. Alter, warum bekomme ich die ganze Zeit SMS'en? Mann! Alter, Finne, ey. Ja, Podolski kann den Ball auch nicht annehmen. Die sind alle zu dumm. Alle zu dumm. Das gibt's doch nicht. Gegen so ein scheiß Franzosenteam. Verliere ich, weil er nichts Besseres kann, als zu sweaten. Ja, wenn der jetzt auch noch reingegangen wäre, dann hätte ich einen Rage Quit gemacht. Da hätte ich ohne Scheiß einen Rage Quit gemacht. Ja. Jawohl! Sehr gut gemacht, Ha! Du bist ein guter Torwart. Leck mich doch am Arsch, ey. Ja, du scheiß Kommentator, halt deine Klappe. Hier, Chicharito, einmal durchgehen und dann hält er den natürlich wieder. Aber Albuena, der ist wie Diego Alves, einfach zu OP. Ja, einfach mal hohen Bälle. Ne? Joe Hart, du bist doch ein Idiot. Geh deiner Mutter einen Blasen. Geh deiner Mutter einen Blasen. Ich hasse es, wenn ich gegen solche scheiß Wichser verliere. Weißt du, jetzt mache ich dann in der 90. mache ich dann ein Tor. Das ist dann, wäre dann typisch. Ne, Valbuena hält ja alles. Das, der hat vergessen, Valbuena hat eine Wertung von 99. Ja. Alter, Mann, ey! Zum behinderter Wichser, ey, der soll mal lernen zu spielen, ey. Leck mich doch im Arsch, ja, Tarab, der Beste mit einer 7-1. Bei ihm, ja, Mandanta, eine 9,9, ist ja klar. Meine Güte, ey, Mann, das war's für heute, wir sehen uns morgen wieder, hab keinen Bock mehr. Tschüss.